Passiert. Warum sollte der Bus hierhin umgeleitet werden? Schwachsinnig! Überrascht mich nicht. Ja. Oh, was haben wir denn da? Was steht da? Road closed. Vielleicht war der Nebel der Grund für die Umleitung. Narrow wir Bridge. Wir sollten nie von hier wegkommen. Narrow Bridge, ja. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal stabil aus, würde ich sagen. Aber ich denke auch mal, dass vielleicht diese Brücke, ich meine, es gibt immer irgendwo eine Brücke. Das eine war eine Holzbrücke, das ist jetzt etwas eine modernere Brücke. Also immer auch so nach diesen Zeitepochen. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Zeitreise zwischen den ganzen Epochen. Ja, sehe ich auch so. Ich habe gerade auf den Chat geguckt. Das Wasser ist schwarz, damit will ich nichts zu tun haben. Was ja nicht weit? Es ist ja auch dunkel. Oh Gott, irgendwer wird sterben. Ich gebe mir Mühe. Okay, wer zuerst? Professor, du meinst doch, du hast das Sagen. Also... Du schickst mich garantiert oder die Oma. Irgendwas machst du wieder. Vielleicht sollten wir erstmal alle unsere Optionen durchgehen. Auch gut. Ja, klar. Dachte ich mir. Komm schon. Welche Option haben wir denn? Darm zuerst. Ich gehe zuerst. Darm zuerst. Ja, das wäre assi. Nee, also. So, das die Option wäre zuerst. Ich gehe zuerst. Ich dachte, vielleicht andere Möglichkeiten drüber zu kommen. Dann wäre ich selber. Wie guckt sie denn so? Als würde ich gleich sterben. Guck mal drauf an, welche Reihenfolge wir sterben. Ja. Shit happens. Da waren es nur noch zwei. Hey! Und jetzt kommt der Nebel. Aha. The fog. Mein Gott. Was jetzt? Wir müssen hier weg. Halt die Schnauze, Rabe. Ach, du siehst es auch, okay. Hey! Lass mich los! Das ist die Oma auf jeden Fall. Ja. Und wir sind wieder in der Vergangenheit. Ja, ich sehe es auch. Im Jahre 1692 unseres Herrn sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Nein! Amy wird als Teufelsbuhle schuldig gesprochen und soll als Hexe und Zauberin ertrinken. Toll. Beten wir still für ihre Seele. Ich tat nichts Falsches! Ich bin keine Hexe! Eine Kette um. Ich verdiene nicht den Tod! Ich bitte euch! Ich weiß nicht, wie ich helfen soll. Ihr könnt mich hören. Ihr müsst mir helfen. Der Teufel ist im Wind. Will den Seinen helfen. Er will ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir es schnell zu einem Ende. Das Urteil muss vollstreckt werden, sonst ist es zu spät. Der Teufel ist mit ihr. Hä? Ihr müsst sie festbinden. Was? Ihr könnt das nicht tun. Isaac. Ich bin unschuldig. Vollstreckt das Urteil. Schickt die Hexe zurück zu ihrem Meister, bevor er uns holen kommt. Little Hope ist verloren, verschluckt vom Bösen. Doch nicht wie ihr meint von Hexenwerk oder anderen Dämonen. Wir werden von innen vergiftet. Ihr könnt euch mit Rätseln nicht retten. Das ist kein Rätsel. Der Teufel kennt viele Formen. Ihr wisst das sehr wohl. In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt. Kommt in Gestalt eines Kindes, meines Anklägers. Solange Mary weiteratmet, kann Little Hope keine Erlösung finden. Das böse Reverend. Es ist unter uns. Isaac.
Was habt ihr gesehen? Sagt schon. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Kummer voll, ein Dummel ist ertrunken. Wir spielen ja tatsächlich zusammen. Ja. Man warf dein Pendant gefesselt in den Fluss. Aber wir haben beides das gleiche gesehen, ne? Ja. Wir konnten also nichts tun. Heiße. Weil die Figur, das ist nämlich sie, glaube ich, jetzt gerade mit der Kette. Die habe ich nämlich vorhin schon mal gesehen auf dem Weg zu dieser Hütte. Deswegen habe ich das jetzt direkt auch gesagt, als ich das gesehen habe. Aber ich glaube, sie hat jetzt auch ein Problem, ne? Weiß ich nicht, ob sie ein Problem hat. Das nee, das glaube ich. Hier lebt sie ja noch. Also noch. Ich bin echt gespannt. Das ist die Frage, was jetzt passiert. Das könnte die These dann bestätigen, die ich hatte. Also zum Teil zumindest. Dann müsste sie jetzt aber sterben. Okay, ich gehe zuerst. Ja, in den nächsten 10 Minuten, so würde ich dann schätzen. Na, mal gucken. Ich bin gespannt. Okay, ihr zwei, kommt hier runter. Obwohl, dann wäre es ja schon wieder zu einfach, weil dann wäre es mit den anderen, wenn es mit den anderen sich genauso verhält, dann wäre es ja berechenbar. Ja. Aber ja, weiß ich auch nicht, was so einfach ist. Na, werden wir sehen. Mal gucken, was mit ihr passiert. Kann ja sein, dass sie tatsächlich stirbt. Oh oh. Da kommt sie. Mutti kommt. Was zur Hölle ist das? Angela, die Böse. Das ist jetzt halt spaßig. Was ist das da? Angie! Das riecht nach Quicktime-Events. Ja. Shit! Lass mich nicht zurück! Ich glaube, das ist die Szene. Scheiße! Das ist die Szene, glaube ich. Hilf mir doch mal! Oh nein. Halt dich gut fest! Ich werde mal. Ich komm gleich zurück, John! Mal gucken. Halt durch! Schnell, greif nach meiner Hand! Das habe ich in der Postkarte gesehen. Spring und greif meine Hand! Das habe ich in der Postkarte gesehen. Ja. Okay, ich vertraue dir. Genau, das haben wir gesehen. Hast du irgendwie hingespielt gerade? Ja. Kontrolle. Das habe ich nicht gesehen in der Postkarte. Genau die Szene. Dringt nach ihr. Das ist nach sich selbst. Also, ich meine, sie müssen auch sehen, ich bin ja ich. Scheiße, lass ich doch mal in Ruhe. Mutti muss also, das doch wissen. Das neue Seven Days oder Update sieht echt gut aus, ne? Puh, das war wirklich sehr knapp für Angela. Fast ereilte sie ein Schicksal schlimmer als der Tod. Nicht, dass der Tod besonders schlimm wäre. Sehr gut. Noch keine Seele verloren. Das hätte anders sein können. Bedenkt man, dass die Lage nun ernster scheint, käme eine Waffe wohl recht gelegen. Finden Sie nicht? Hätten Sie sich bloß genauer umgesehen, nicht wahr? Zu spät jetzt. Die Jungs haben da interessante Ideen. Oder glauben Sie lieber an Daniels Theorie? Und Sie sind bereits tot. Mein Traum fuhr nach dem Leben fort. Oder begann erst meiner Seele Sturm. Mich setzte über die betrübte Flut. Der grimme Fährmann, den die Dichter singen in jenes Königreich der ewigen Nacht. Es ist möglich, denke ich. Vielleicht weiß der Busfahrer ja etwas. Das muss Ihnen gerade alles sehr wirr vorkommen. Doppelgänger, Hexen, Geister, Tod und Dämonen. Was könnte bloß all diese Seelen verbinden? Wir werden es herausfinden. Mir wurde Befugnis erteilt, Ihnen einen Hinweis zu geben. Bereit?
Also schön. Jetzt bin ich gespannt. Ersuchen wir doch den Dichter erneut um seine kryptische Inspiration. Ich traf ihn einmal, wissen Sie? Ich treffe Sie alle einmal. Akt 5, Szene 1. Kleomenes bittet Leontes, sich seine Schuld am Tod Hermiones zu vergeben. Tut's dem Himmel gleich, vergesst Geschehenes, und wie er, verzeiht euch selbst. Dann weiter. So grausig es auch sein mag, sie sollten fortfahren. Tut mir leid, ich muss dich gerade mal wegklicken. Ja, alles gut. Das hast du aber eben auch gehört, ne? Alles? Ja, gut, das ist alles gut. Ja. Wir müssen gleich mal drüber quatschen, wenn jetzt die Szene gleich vorbei ist. Ja. Halt! Ja, wir sind jedenfalls noch am Leben. Was in aller Welt war das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es war wie in einem Albtraum. Habt ihr das Ding gesehen? Der klaffende Mund, diese toten Augen. Das bist du, Augen. Angela, Mann. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding mich erwischt. Es war so knapp. Es war ein Riesenschreck für dich. Uns alle. Aber wenigstens sind wir entkommen. Na, ach, du bist das Sümmchen. Gut, du bist ja. Das Sümmchen. So. Also du hast... Stimmt. Egal. Ein Glück, dass wir noch leben. Wir sind erstmal sicher. Das Ding, was auch immer es war, ist noch da draußen. Vielleicht verfolgt es uns schon. Ich bin John. Diese Ketten habe ich schon mal gesehen. Es trug Ketten. Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Das kann kein Zufall sein. Richtig. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Hintergrund? Verschwinden wir hier. Scheinen immer mehrere zu sein. Ich glaube, der Tod ist losgetreten worden und jetzt haben wir ein Problem. Das ist möglich. Ja gut, mittlerweile, ich meine, das Zitat hast du ja... Die Sträucher hier, ne? Wollen wir da links den Pfad mit der Beleuchtung? Also, na gut, wir haben ja beide eine Beleuchtung. Also, ja, gehen wir links oder rechts? Ja, gehen wir links, komm. Gehen wir links. Das Zitat gerade, ne? Wo er sagte, ja, sich selbst verzeihen. Also ich denke tatsächlich, dass wir alle tot sind. Mhm. Und dass wir jetzt quasi, das, ja, wie soll ich sagen, in der Zwischenwelt sind, kann man ja nicht sagen, aber dass wir durch das Mädel ja alle irgendwie miteinander verbunden sind. Vielleicht müssen wir uns tatsächlich irgendwie selbst verzeihen oder irgendwie so. Oh, hier. Das könnte wichtig sein. Guckst du oder gucke ich? Okay, du guckst. Ich guck mit. Gerade schon geguckt. Ja, ich guck mit. Hier liegt Abraham Alistair, verstorben am 13. Februar 1699. Factum fieri infectum non potest. Keine Ahnung. Okay. Hat auch immer. Das ist echt nicht so einfach, hier so eine These aufzustellen, die sich irgendwie auch bestätigt. Ich glaube, das sind wir noch ein bisschen früh dran, glaube ich. Genau. Wollen wir hier rechts mal rum und einmal im Kreis rennen und dann wieder lang? Jo, dann machen wir alles so. Einmal angeguckt. Machen wir so. Ich denke mal, wir haben hier die ganzen... Sah aber gut aus, ne? Dieser komische Zombie. Ja, das schon. Ich habe eigentlich nur noch gesagt, sieht ja gut aus, das neue Seven Days to Die Update. Ja, das wäre geil, wenn das was weg. Denn ja. Weg von diesem Biest. Guck mal hier rechts. Oh, Moment, da vorne ist auch noch was. Ja, da, genau, da wollte ich gerade gucken. Oh. Können wir raus? Achso, ich habe jetzt wo gedrückt, scheiße. Ich wollte eigentlich gar nicht raus. Ich wollte eigentlich gar nicht. Achso. Ich wollte mich noch ein bisschen umgucken. Naja, ich glaube, hier sollten wir aber lang. Hoffe ja. Na, Mutti. Nee, das ist andere Mutti. Ach du Kacke. Da waren jetzt. Sind bei dir die Bücher auch so komisch am Leuchten? Bücher? Die Bücher, die Sträucher. Ach, die Büsche. Bloß weg von der Brücke. Sieht ein bisschen komisch aus. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Na. Verstecken, schnell! Oh, jetzt mache ich es aber richtig. Ich habe das Ding immer verkackt. Echt? Ja, ich habe immer zu früh gedrückt direkt, weil ich direkt richtig machen wollte.
Ah, nein, ist der falsche Taste. Nein! Alles gut? Das war plötzlich doch wieder A, ihr Schweine. Ach, guck mal, das ist... Ernsthaft? Nee, oder? Oh, oh. Kleiner Hänger, ich hab Hänger, verdammt. Ah, oh, okay. Oh. Alter Spinner. Ich will einfach meine Ruhe. Okay, hat uns jetzt gesehen oder nicht? Mm-mm. Gehen wir ihm besser aus dem Weg. Die letzten Worte der Frau gehen mir nicht aus dem Kopf. Um zu stoppen, was in Little Hope passiert... Ja, sag ich ja. Das Mädchen ist... Muss man das Mädchen stoppen? Mhm. Ging es darum, weitere Hexenprozesse zu stoppen oder etwas anderes? Weiß auch nicht. Ich denke mal, das kleine Mädchen verbindet auch diese ganzen Dimensionen irgendwie miteinander. Irgend so ein Scheiß ist da nachher. Vielleicht hat die ja Geisterbeschwörung gemacht oder sowas. Und das, was du sagst, könnte auch dann wieder sein, ne? Wir sind tot, aber die hat uns beschworen. Ich sehe mich drin um. Ja, vielleicht. Lilo. Oh, da kommt der nächste Viech. Ach, Radketten-Johnny. Ich bin jetzt im Wald, ne? Ich vielleicht auch, ich weiß noch nicht. Nordiges Zelt, okay. Ich bin Daniel, der mit dem roten Hemd. Wie geht's? Geht's dir gut? Ich frag mich, ob das Ding uns verfolgen könnte. Ich glaube nicht, dass sie das tut. Woher weißt du das? Wir zwei bleiben jetzt nah zusammen. Das sag ich garantiert nicht. Tun wir das. Dabei wollte ich mir gerade ganz allein die Sehenswürdigkeiten hier ansehen. Ich sollte eigentlich eher antworten, Wiener. Ich wollte jetzt nicht flirten. Eigentlich das hätte jetzt nicht gepasst, glaube ich. Ja. Aber was war das? Warte, ich hab schon vermutlich. Doch, das war was. Das Schild da von der Witch, was? Witch Trail. Ja, super. Hexenfahrt. Kannst du? Hä? Wollte ich ja. Meine Taschenlampe ist im Eimer. Ja, dann hol sie aus dem Eimer. Historischer Pfad von Little Hope, Hexenfahrt, sagt ihr. Jo. Hab ich doch geschehen, Mann. Was wollte ich gesagt haben? Ich komme jetzt nicht drauf vergessen. Pizza. Ja, schön hier, ne? Hier könnte man doch, Das ja, ist lauschig. Lass uns woanders lang. Ja. Es gibt keinen anderen Weg. Waren wir doch vorhin schon, oder nicht? Könnten wir ein Häuschen mieten? Nee, ich glaube, das hier ist was anderes. Ich glaube. Nee. Also, ich war hier zumindest nicht. Wo hier dein? Eine Karte. You are here. Okay, Museum, das kann ja was geben. Karte von Little Hope. Unsere historische Stadt aus der Vogelperspektive. Ja, das ist die Karte, die wir vorhin schon gesehen hatten. Ja, genau. Gucken wir die auch nochmal an. Ja, ich gehe mal gerade aus dem Weg. So. Tilly, wo sind wir jetzt gerade? You are here. Achso, da sind wir jetzt. Alles genau, Witch Trail ist das. Geil. Was ich noch sagen wollte. Wir haben eine Knarre übersehen. Ich meine, kann auch sein, dass er uns verarscht. Ja, ne, da habe ich mir auch gedacht. Hey, ich habe keine gesehen. Wo soll denn... Wobei, naja, gut, doch, in der Polizeistation. Da konnte ich mich tatsächlich nicht komplett umsehen. Vielleicht, naja, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, vielleicht hätte ich eine Waffe gefunden. Okay. Na, wer weiß. Oder in dieser anderen Hütte, wo ich nicht zu Ende lesen konnte. Wer weiß. Keine Ahnung. Ja. Gut. Das war so kurz gehalten. Warum gehe ich eigentlich schon wieder vor? Du bist der Kerl. Komm. Mann. Keine Gentlemans heute mehr hier. Hey. Hier drüben. Alles gut. Sieh dir das an. Oh, das ist aber jetzt nicht die Brücke, wo sie runtergestoßen worden ist, oder? Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Ich glaube schon. Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Oh oh. Sieht auch sehr vertrauenswürdig dann aus, die Brücke. Also muss ich sagen. Ich habe eben schon gesagt. Shit. Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Genau, was? Geh du vor. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir rüber. Ich weiß nicht. Ach komm, was soll's. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Genau. Wenn die Brücke danach steht. Okay. Ich habe eben schon gesagt, selbst am Tage wäre es hier nicht so richtig gemütlich. Ja. Ringel doch jetzt nicht so. Ja, okay, ich lasse ein bisschen Abstand. So. Und ich komme nach, ne? Ja, ja. Aha, bin drüben. Seh zu, wie du klarkommst.
Okay, ich bin auch drüben. Na toll. Was ist das? Ein elendes, dreckiges Viech. Echt? Weiß nicht. Ich habe jetzt eigentlich an so ein Wildschwein gedacht. Sah genauso aus. Mutiertes. Nach Experimenten. Vorne ist wieder was? Ja, da ist was. Ich geh mal. Ah. Siehst du, was ich sehe? Ja. Achso. Okay. Was steht denn da? Hexengrab. Hexengrab. Dieser Stein markiert vermutlich die Grabstätten der ersten Grabstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozesse von Little Hope hingerichtet wurde. Wenn das mal nicht Angela ist. Sehr einladend. Auch sehr schön, so ein Schild zu finden. Hey, hier ist jemand gestorben. Hey, geil. Verschwinden wir. Lassen Sie uns los! Still! Bitte! Ach so, Mary? Guck mal, das ist wieder er. Ja, weil er tot war. Mary! Mary! Ich bin hier drüben! Mary! Ach, guck mal, das ist Taylor. Der Quell des Bösen ist hier. Das Mädchen ist das Böse? Ja, ach. Verstehe ich nicht. Meine geliebte Amy beteuerte es kurz vor ihrem Tod. Das Böse wird nur mit Mary ein Ende finden. Sie ist eine Göre, aber doch nicht gleich böse. Da ist sie! Gefunden! Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Bitte, Tabitha, lass sie mir! Verwirrt, er guckt. Hat sich vorher in Schutz genommen? Ja. Nee, ja. Nee, ja. Naja, auf jeden Fall sind diese komischen Geister, sind nichts. Auf jeden Fall die Inner aus der Vergangenheit. Ja, danke. Hier gibt's kein Telefon. Okay, also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Oh, moin! Warum bist du immer noch hier? Och, nö. Ich spiel wieder die Oma. Scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Ja, was wirklich auch eine richtig gute Idee ist. Eine Falle? Du willst ihr folgen? Viel zu riskant, sie könnte uns in eine Falle führen. Das sind zwei Mädchen. Eins von früher... Dieses aus der Jetztzeit. Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Ja. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Jetzt laufen sie ja doch dem Mädel hinterher. Bleib wachsam. Wer weiß, was vor uns liegt. Das bringt doch mal wieder alles durcheinander, ne? Ja, ich würde jetzt, glaube ich, erstmal abwarten. Also, muss erstmal, glaube ich, ein bisschen abwarten, wie sich das jetzt nun weiter zusammen... Sehe ich auch so. Hey, warte auf uns! Oh, oh. Push! Ich will jetzt nicht alleine sein. Widerlich! Oh, oh. Leute? Oh nein. Seid ihr das? Angela! Nein, ich komme da nicht. Scheiße. Oh, das war zu knapp. Ich hab dich! Los, halt mich fest! Nein! Ich glaube, wir haben den ersten Toten. Bitte. Ich habe mich zweimal verklickt. Scheiße.
Sag wir was! Können sie nicht dort lassen. Wir müssen sie bergen. Noch lebt sie. Angela! Hey, bist du da? Ich bin oben. Zu gefährlich. Dieses Biest könnte noch da unten sein. Ernsthaft? Du bist zu feige, sie zu retten? Ah, scheiß drauf. Hilf mir da runter. Wer spielt jetzt wen? Gute Frage. Du spielst Angela? John. Spiel ich jetzt Mutti oder? Bist du noch hier? Ich bin's. Das sieht geil aus. Angela? Wo bist du? Ist sie da? Hier ist nur ihre Brille. Mehr nicht. No, schlecht. Ich hoffe, wir haben das erste Opfer. Ja. Leicht. Wir haben sie nicht sterben sehen, aber. Genau. Oh nein. Hey! Ja, lauft ihr doch hinterher, bitte. Oh Mann. Ist immer alles. Die Tür ist durch irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Es ist ein Museum oder sowas. Ist sie da drin? Hm. Ruhig. Du bist John. Hier stimmt doch was nicht. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Und die anderen auch, wenn wir erstmal hier raus sind. Hm. Falls sie noch leben. Toll. Du weißt, was gerade ganz gut angepasst, passen wäre. Na, was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Eine kleine 2-Minuten-Pause. Schon komisch. Das könnte. Hat sie was mit Mary zu tun? Tun wenn so muss es sein. Ausgequatscht haben. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Okay, dann. Na gut. Passt es gerade genau in der Sekunde ganz gut. Dann genau. Werde ich mal auch die Pause kurz mal. Gut, ja, dann machen wir das so. Kleines Päuschen. Dann machen wir das so. 2 Minütchen, ich gehe kurz auf Toilette und jo. Machen wir. Bis gleich. Bis gleich. Gut, dann machen wir weiter. Ich gehe mal fortsetzen. Oder hast du noch was? Nö. Da kam gerade noch was im Chat. Heutzutage ist fast jede Frau eine Hexe nach dem Aussehen bäh und eine Stunde im Bad. Boom, Topmodel. Ja, ja, so kannst aber, du auch sagen. Ne, ich habe auch eben erwähnt, dass, was da damals halt abging ne, mit der Hexenverbrennung. Das ist halt schon krank einfach, ne? Ja, wie die auf so Ideen kommen. Sicherlich, aber da gibt es, glaube ich, tausende Beispiele auch für andere Szenarien. Also von daher. Ja, auch so. Alles, was so Glauben angeht und so, ne? Oder sowas. Ja. Glauben generell und solche Sachen, das ist immer, immer schwierig. Also, das war immer, das hat immer zu viel Toten geführt. Ja, da bin ich auch froh, dass wir heute leben und nicht das so wie früher haben, ne? Wo du dann auf einmal, ja, du bist schuldig und, ne? Ja, das ist richtig, aber letztendlich hast du heute genau das Gleiche. Nur heute glaubt der eine halt an Mohammed, der andere glaubt an Gott. Ja. Letztendlich hast du genau das gleiche Szenario. Du hast auch wieder aber Glaubenskriege bzw. Todesopfer. Das schon, aber jetzt nicht so, sag ich mal, aus dem Dunkeln heraus. Ne? Du bist auf einmal, was weiß ich, wirst du angeklagt, dann kommst du auf eine Foltermaschine oder jetzt perfektes Beispiel, du bist eine Frau, 1600 und dann sagt irgendwer, ja, du bist eine Hexe, du wirst jetzt verbrannt so. Und alle anderen glauben direkt und ne, dann hast du ein ganz großes Problem. Naja, es wird halt heute anders verpackt. Ich meine, du hast ja auch deine Terroristen unter Umständen, die andere Leute verschleppen und unter Umständen dann
töten oder foltern. Ja, ja, klar. Also nur, hast du genau das Gleiche, auch aus Glaubensgründen. Das ist dann eben halt nur anders verpackt. Ja. Also von nur daher ist eigentlich genau das Gleiche. Ja, das schon. Nur was ich halt meine, ist halt, dass du auch, weißt du, die Nachbarn halt, die du einfach hattest, die sind auf einmal gegen dich und führen, deren Aussage führt dann dazu oder deren Unterstützung führt dazu, dass du dann auf einmal getötet wirst. In, zum Beispiel hier, in irgendeinem Dorf in den USA, so, weißt du? Ja. Das ist ja schon schwierig. Ja. Ich drücke mal auf Fortsetzen, ne? Ja, machen wir. Machen wir. Weiter geht's. Okay.